Wie wir Giftstoffe, die das Altern beschleunigen, sogenannte Gerontotoxine vermeiden und damit den Alterungsprozess verlangsamen. Das erfahrt ihr heute. Guten Morgen! In jedem Körper von uns sind Milliarden Kilometer an DNA-Strängen vorhanden. Eine unglaubliche und unfassbar lange Strecke, wenn wir sie aneinanderlegen würden. Wenn man äquivalent und maßstabsgetreu so viele und lange Fadenstücke auf einen so engen Raum platzieren würde, dann hätten wir gar keine Chance, dass diese Fäden sich nicht verknäueln und verfilzen. Wie schafft es aber der Körper, diese Unzahl an DNA-Strängen sauber auseinanderzuhalten? Dafür verantwortlich sind Enzyme mit dem virtuosen Namen Sirtuine. Diese Enzyme sorgen dafür, dass die DNA nach einem ganz festen Muster und ganz spezielle Eiweiße angeordnet wird. Die Sirtuine sorgen sozusagen für Ordnung. Bei der Obduktion von Leichen mit Arteriosklerose assoziierten Krankheiten wie zum Beispiel einfach alle Arten von Herz-Kreislauf-Störungen oder auch neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson wurde eine verminderte Sirtuin-Aktivität festgestellt. Im Gegensatz zu Menschen, die eben nicht an diesen Krankheiten gelitten haben. Die Pharmaindustrie versucht natürlich nun Medikamente zu entwickeln, die diese Sirtuin-Aktivität erhöhen und diese Produkte dann als Anti-Aging-Medikamente oder als Anti-Parkinson oder Anti-Alzheimer oder was auch immer auf den Markt zu werfen. Doch warum verringert sich die Sirtuin-Aktivität? Das wäre doch interessant. Also wenn wir nicht also das Symptom ignorieren, sondern versuchen dieses genau zu kurieren, sondern die Grundlage, warum die Sirtuine nicht mehr so aktiv sind. Und da hat man herausgefunden, dass da die Ernährung eine gewaltige Rolle spielt. Es gibt sogenannte Advanced Glycation Products, AGEs werden die genannt, AGEs. Diese AGE-Ketten oder diese tun die Eiweiße quasi verketten, die tun sich sozusagen verklumpen. Und wir erinnern uns, dass die DNA von den Sirtuinen in einer immer gleichen Ordnung um die Eiweiße angeordnet wird. Wenn nun die Eiweiße selber, um die das angeordnet wird, aneinander kleben, dann verliert der Körper natürlich seine natürliche Ordnung und es entsteht eine Gewebesteifheit, es entsteht oxidativer Stress. Was das ist, habe ich euch schon mal in einem anderen Video erklärt, das findet ihr oben hier in den Infokarten und es entstehen auch Entzündungen. Entzündliche Erkrankungen stellen einen Großteil der aller uns bekannten Krankheiten dar. Auch dazu Video oben Infokarten. Ne? Also das bedeutet, wenn wir weniger dieser AGEs oder dieser Advanced Glycation Products zu uns nehmen, welches sozusagen, also dieses AGE ist ein sogenanntes Gerontotoxin. Wenn wir diese weniger zu uns nehmen, diese AGEs, dann können wir den Alterungsprozess aufhalten. Und das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, das Altern zu verlangsamen. Ein anderer Aspekt waren die Telomere und die Telomerasen. Auch dazu Video oben in den Infokarten. Ja, heute habe ich in den Infokarten echt ein prall gefülltes Wissenspaket. Am Handy könnt ihr ja glaube ich nicht viele Tabs gleichzeitig aufmachen, aber im Browser, also wenn ihr am Computer surft, einfach wirklich mal die Infokarten heute alle drei anklicken und diese Videos schauen. Das sind echt drei richtig, richtig fette Wissensvideos. Oxidativer Stress, dann das Entzündungsvideo und auch das Video über Telomerasen. Okay, also jetzt, wir wissen, weniger Advanced Glycation Products, weniger dieser AGEs zu uns nehmen. Ja, aber ja, was ist das denn eigentlich? Wo ist das drin? Ne? Und um die Lebensmittel diesbezüglich zu unterscheiden, wie viele AGEs da drin sind, gibt es sogenannte Advanced Glycation Product Einheiten, also AGEs Einheiten. Natürlich gibt es auch wieder Listen, wo man alles nachlesen kann und ihr müsst das nicht für jedes einzelne recherchieren. Und ich habe natürlich auch wieder eine Studie unten verlinkt, wo man einerseits die ganzen Erkenntnisse, die ich euch heute präsentierte, aber auch einige Produkte nachlesen kann. Wie ihre Age-Einheiten sozusagen, wie viele Age-Einheiten sie haben. Und generell kann man sagen, dass die Produkte mit den höchsten Age-Einheiten tierischen Ursprungs sind. Generell alle Fleisch- und Milchprodukte haben einen extrem hohen Anteil an Age-Einheiten. Und pflanzliche Nahrung hat generell sehr wenig dieser Age-Einheiten. Innerhalb des Fleisches hat Hühnerfleisch und
dessen Produkte auch nochmal einen im Schnitt, glaube ich, ja, 20% höheren Age-Anteil als zum Beispiel Rindfleisch. Also das auch nochmal gesagt an die Leute, die sagen, ja, ich esse ja wenigstens nur weißes Fleisch. Nein, das Hühnerfleisch ist in Bezug auf die Ages das am höchsten belastetste. Ne? Habt ihr eventuell auch schon mein Video über Alzheimer gesehen? Und mittlerweile wird ja schon von einer Alzheimer-Epidemie gesprochen. Und Forscher haben im Rahmen der Entdeckung der Ages und dieser festgestellten Zusammenhänge ganz klar formuliert, dass der Verzicht auf tierische Lebensmittel möglicherweise die beste Strategie ist, um die Alzheimer-Epidemie zu besiegen. Ja? Weiterhin auch noch erwähnenswert, die AGEs steigen sprunghaft an, wenn man diese Lebensmittel erhitzt. Auch das ist nichts Neues, dass rohe, unverarbeitete Lebensmittel generell im Mittel immer gesünder sind, so denn sie natürliche Nahrung für uns darstellen. Aber auch Produkte, die verarbeitet worden sind und dann nochmal erhitzt worden oder ja, nochmal erhitzt werden, die steigen dann auch nochmal in der Age-Konzentration. Das bedeutet, wenn ich, ja, wenn ich einen gefrorenen, vorgegartenen Patty aus Rindfleisch aus dem Tiefkühlfach nehme und auftaue und dann einfach so esse, dann hat er weniger Ages, als wenn ich ihn dann nochmal erhitze. Aber nur mal die Relation klar zu machen bezüglich des Unterschieds tierischer Produkte versus pflanzlicher Produkte und roh und erhitzt. Da mal ein Beispiel. Während ein gebackener, ultra hoch erhitzter Apfel 45 AGE-Einheiten statt 13 AGE-Einheiten eines rohen Apfels besitzt, also 45 zu 13, besitzt beispielsweise einer, ein von der Kühltheke direkt genossenes knackiges Wiener Würstchen 6736 AGE-Einheiten. Wenn man dieses Würstchen dann nochmal erhitzt, dann sind wir bei 10.142 dieser AGE-Einheiten. Oder anders ausgedrückt, selbst wenn wir unsere gesamten Äpfel, die wir nehmen, nur ultra hoch erhitzt zu uns nehmen und die eben nicht schön kalt essen, dann können wir immer noch 145 dampfende Äpfel essen, bevor wir den Gerontotoxingehalt oder die Gerontotoxinkonzentration einer Wiener Wurst erreicht haben. Die Daten habe ich alle aus dem Buch von Michael Greger, was ich euch unten verlinkt habe. Jegliche tierischen Produkte sind wirklich eine hochkonzentrierte Aggregation von Gerontotoxin und aus gesundheitlicher Sicht ausgehend von diesen verlinkten Studien unten und auch von dem Buch komplett zu vermeiden. Macht euch aber nicht verrückt. Der Körper hat die Fähigkeit, sich immer wieder zu entgiften. Fangt einfach an, euch pflanzlicher zu ernähren. Steigert den Anteil der Nahrung und irgendwann ist der ganze Mist aus eurem Körper raus. Ich hoffe, ihr fandet das Video lehrreich und interessant und würde mich wie immer über eine verbale Rückmeldung in den Kommentaren freuen oder gebt einfach einen Daumen nach oben. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das auch nachholen, um immer auf den aktuellen Stand der Wissenschaft, was die Ernährung angeht, zu bleiben. Alles Liebe und einen wunderschönen Tag. Euer Christian. Tschüss.